Hallo da draußen, herzlich willkommen bei Hangar 18B. Wir freuen uns heute riesig, dass wir wieder Dominik Görlitz und Ramon Zürcher bei uns zu Gast haben. Ihr befindet euch ja in einem Abora Segelcamp. Hi zusammen, schön habt ihr Zeit. Hallo. Hallo ihr Lieben. Hallo Jungs. Ja, wir sind hier in der Fennerhall im Transbetrans Sachsen-Anhalt in der Halle Leipzig. Und wir haben so gut 30 Leute hier, einschließlich unserem lieben Ramon, der heute auch Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation. Gratulation. Happy Birthday. Wo es darum geht, ja, eine künftige Abora 5-Expedition vorzubereiten, was vielleicht in dem zweiten Drittel unseres Dialogs dann präsentieren. Hier steht ja Abora 3, aber das ist eben unsere spektakulärste Expedition, die wir von New York in Richtung Azoren gemacht haben. Wir wollen jetzt mit Abora 5 nochmal in umgekehrter Richtung den Atlantik von der alten Welt in die neue Welt überqueren. Ja. Dazu am Ende vielleicht ein paar Sätze. Das braucht halt sehr viel Training und die Leute kommen ja auch aus ganz Europa und deshalb bietet sich halt das Pfingstwochenende immer an, wo man auch mal ein paar Tage verlängern kann, weil ja nur durch die Routine kommt man überhaupt, wird man fähig, sowas zu segeln, oder nicht nur durch Theorie und einmal pro Jahr noch. Ja, aber ihr seid ja auch sonst zusammen immer wieder unterwegs. Sehr spannende Dinge, haben da schon was gesehen. Erzählt doch mal, was macht ihr da zusammen? Ramon und ich, wir kennen uns jetzt seit über 4, 5, 6 Jahren durch die AAS-Meetings, durch die Wandi-Meetings, haben uns dann aber erst zu 2019 in Leipzig so richtig gefunden. Kannten taten wir uns schon früher, zumal ich ja mit Erich schon seit 2000x befreundet bin, schon viel länger. Aber das Entscheidende ist, 2019 sind wir ein Stückchen uns näher gekommen, so als Buddies, um das mal so umgangssprachlich zu sagen. Und seitdem versuchen wir so ein Stückchen auch, aus der AAS kommt, oder sagen wir, aus der AAS kommt und von Abora kommt, unsere Projekte gemeinsamer zu gestalten. Weil es geht nicht darum, dass ich als promovierter Naturwissenschaftler richtig bin oder die AAS mit Erich und Ramon die absolute Wahrheit verkünden. Wir sind Suchende, Forschende und versuchen gemeinsam, unsere Performances übereinander zu legen, um Antworten auf ungeklärte Fragen der Altertumswissenschaften zu finden. Ja, und da hat es mittlerweile eben ganz viele verschiedene Aspekte haben sich ergeben. Wir haben sehr viel geforscht in den letzten Jahren auf den Kanaren. Und da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, eben mit diesem Güymar-Pyramidenpark, mit diesen astronomischen Ausrichtungen, die wir da beweisen konnten mittlerweile. Ja, und dann geht es eben so eigentlich in die ganze Welt an Orte hin, wo einfach noch Rätsel dahinter stehen oder wo uns einfach die wissenschaftliche offizielle Erklärung zu kurz greift oder komplett daneben liegt. Gerade auf den Kanaren, das soll ein Steinlesehaufen gewesen sein, um das Feld von Steinen zu reinigen. Aber dann hast du einen Haufen, dann baust du keine Stufen. Bauwerke, die akkurat präzise Kanten und Linien haben, etc. Und dort versuchen wir halt eben Fakten zu sammeln und auch zu generieren, naturwissenschaftlicher Art. Und so einfach eben, wie soll ich sagen, die Orte neu zu beurteilen oder auch die Zusammenhänge von diesen Orten untereinander. Was haben jetzt die Kanaren mit den Azoren zu tun? Aber da können wir noch mehr drauf eingehen. Und reicht eben halt auch bis nach Südamerika, wo wir im Anfang Dezember letzten Jahres, 23, 2 Wochen zusammen unterwegs waren. In Bolivien, in La Paz haben wir gestartet. Und ja, vielleicht erzählst du mal, weil das ist ja dein... Ja, aber es ging ja darum, nicht so sehr Ancient Connections, unser Format zu betreiben, sondern wir waren im Dezember noch voll auf Abora 5-Kurs. Wir hatten einen Unternehmer aus Norddeutschland, der sich bereit erklärt hat, Abora 5 zu finanzieren. Und so Abora 5 ist viel, viel Logistik, technische Vorbereitung, den Bauplatz finden, die Unterkünfte vorbereiten, die Schilfernte vorbereiten. Und dafür hat mich Ramon erstmal
hauptsächlich begleitet, auch als Sambora Teammitglied, um mich da zu unterstützen. Und parallel haben wir natürlich die Kamera ausgepackt und immer auch freie Räume genutzt, um Tiahuanaco zu besuchen. Bestimmte spannende Museen in La Paz, vor allem das Goldmuseum, wo wir diese berühmte, das Gefäß Fuente Magna haben, also wo wir sumerisch anmutende Einkerbungen haben, also Inskriptionen, die aussehen wie sumerische Hieroglyphen, also kuniforme Letters, Keilschrift, oder eben auch in Tiahuanaco, Pumapunku, ja, und was ja auch wichtig war, den See zu analysieren. Auch wegen der geplanten Schilfernte sind wir erstmals an den Abfluss des Titicacasees gefahren mit unserem Schilfbootbauer Fermin Limache, um dort die Schilfgründe zu studieren, weil wir haben diesen Winter El Niño gehabt. Das heißt also, es wird immer El Niño enden. Also es beginnt in Südamerika mit einer Trockenheit und endet mit starken Regengüssen und Überflutungen. Wir wollten einfach das Terrain prüfen, weil wir, wenn wir Abora bauen, haben wir immer einen ganz strengen Zeitplan. Und da war es uns wichtig zu gucken, wie ist die Logistik, wenn Hochwasser ist, kommen wir mit LKWs ran, kriegen wir das Schiff an den Bauplatz, der auf der anderen Seeseite vom Titicacasee ungefähr 140 Kilometer entfernt liegt. Und in diesem Zusammenhang haben wir eben immer wieder Kamera ausgepackt und gemeinsam uns interviewt und natürlich die Leute teilhaben zu lassen an unseren Erlebnissen, Erfahrungen, sagen wir vielleicht kleine Abend. Kann man vielleicht jetzt hier sagen, wir haben insgesamt 4 Filme gemacht in diesen 2 Wochen. Die sind immer so um die 20, 30 Minuten und die werden ihr, liebe Gäste, natürlich im Nachgang dann über den Sommer in den nächsten Monaten hier bei Hangar 18B zu sehen bekommen. Die Jungs haben das Material schon gekriegt, aber wir wollten da jetzt zuerst mal darauf hinweisen und mal ein bisschen einstimmen, was machen wir da überhaupt. Aber eben in die Details geht es dann in den Filmen in den kommenden Wochen, Monaten. Und das Ganze kommt bei meinem Hauptpublikum. Ich bin ja vor allem Moderator und auch Produzent bei Nuviso TV oder Nuflix, wie es neu heißt, nachdem sie von YouTube x-mal gesperrt wurden. Und da habe ich eben ein eigenes Sendeformat, nennt sich Abora TV. Und wir haben das so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge als Spaß gemacht und haben uns dann getauft Ancient Connections als Sonderkanal von Abora TV. Aber ich muss sagen, das kommt super gut bei unseren Nuviso TV-Zuschauern an, sodass ich hier auch natürlich ein bisschen Werbung machen will für unser Hauptprogramm, was eben auf nuviso oder nuflix.de läuft und da unter der Sparte Abora. Dort werden wir weiter tätig sein, denn wir haben noch vieles vor, gerade auch 2024. Und wir bieten natürlich Hangar B an, uns als Partner mit ein bisschen auch mehr Publikum zu bringen, weil das eine wichtige Voraussetzung ist, um unsere gesteckten Ziele für Abora auch zu finanzieren. Weil jeder, der uns mit so einem Abo auf abora.tv unterstützt, hilft uns natürlich eben auch, Rucksack zu packen, Flugzeugticket zu bezahlen, um damit eben auf in die Welt zu stürmen. Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass wir diese Videos erhalten haben. Ist uns eine Ehre und ist sehr spannend. Ich habe schon reingeschaut. Also ja, da können sich auch unsere Zuschauer darauf freuen. Danke. Mhm. Und das Schöne ist halt, ohne in Lobhudelei auszufallen, wir bemühen uns halt schon seit vielen Jahren bei Nuviso so eine Reportage auf den Stil zu machen, wo das Ergebnis nicht feststeht. Und da bekommt man eben das Gefühl, live mit im Entdeckerprozess zu sein, weil wir viele Dinge zum ersten Mal beobachten. Viele Plätze auch auf den Azoren angefahren sind. Das kommt noch, ja, wo wir also im Grunde genommen zum ersten Mal durch die Stufenpyramiden von Pico laufen. Und man sagt sich, hä, das habe ich schon mal irgendwie gesehen, aber das war nicht auf den Kanaren, das war auch nicht auf Sardinien. Woher kenne ich das? Dann wird ja so langsam klar, es sieht eigentlich dort aus wie in Mittelamerika und nicht wie in der alten Welt, obwohl die Azoren zu Portugal gehören und politisch eigentlich zur alten Welt, also zu Portugal gehören. Aber dieser Komplex dort hat mehr Ähnlichkeit mit toltekischen Maya-Plätzen anstatt mit den kanarischen Pyramiden auf Güma, obwohl die Architektur dieselbe ist. Das wird einem aber erst dann klar. Und das ist das Schöne, wenn man live eine Kamera dabei hat, weil man dann eben auch manchmal Fehler macht, Dinge am ersten Tag völlig anders im Interview sagt als am zweiten Tag. Aber das gibt dem Zuschauer eben eine Authentizität, die man eben bei Terra X oder anderen
professionellen Dokumentation nicht bekommt, weil das alles natürlich lange vorher durch Redakteure, durch Scouts ausgeforscht wurde, ehe man mit viel Geld dorthin fliegt, um das professionell zu filmen. Den Anspruch haben wir in unserem Format nicht. Dafür sind wir aber authentischer, weil wir wirklich Primärerkundung machen, was nicht gestellt ist. Wir sind völlig autark. Ja, andere Sendungen haben ein Storyboard, ein Skript und dann das ist bestellt, das müssen sie liefern. Und bei uns ist es halt umgekehrt, dass wir das liefern, was wir selber erleben. Wie du gesagt hast. Muss ich da wohl eine Lanze treffen, dadurch, dass auch Ramon der AAS von einem ganz anderen Blickwinkel kommt, den ich in vielen Dingen teile, aber auch nicht in allen Dingen teile, gibt es auch interessante Crossovers, wo wir also auch manchmal nicht nur einer Meinung sind und dort ohne Netz und doppelten Boden, ohne uns zu beleidigen, zu kritisieren, über verschiedene Meinungen diskutieren. Das, was man leider eben in der Mainstream-Presse manchmal vermisst, dass es eben mehrere Interpretationsmöglichkeiten gibt. Es gibt eben nicht eine absolute Wahrheit, wir wissen es auch nicht. Ja, genau, bei diesem Thema interessiert unser Zuschauer sicher eine Frage. Was will eigentlich Abora beweisen? Es ist ja so, dass ihr seid ja beide an Hochzivilisationen interessiert. Zivilisationen, die vielleicht vor 20 oder vor 50 oder 60.000 oder 100.000 Jahren auf der Erde existiert haben. Aber Abora ist ja was viel Neueres. Also das waren keine Hochkulturen, die von Indonesien auf die Osterinsel gefahren sind und jetzt vielleicht ihr wieder zurück. Das ist ein viel neuerer Zeitrahmen. Sehe ich das richtig? Ja, du siehst das ganz richtig. Deswegen im Moment, das heißt nicht für die Ewigkeit, im Moment bewegen wir uns irgendwie von 4000 vor Christus bis 2000 vor Christus. Also man sagt dazu Ende der Jungsteinzeit, Neolithikum, frühe Bronzezeit. Das ist im Moment sowohl bei Abora 3, 4 und 5 unser Hauptfokus. Das bedeutet aber überhaupt nicht, dass das der allerfrühste Anfang ist, sondern nur, wir sind in diesem Zeitfenster, weil bei Abora 5 insbesondere, aber auch bei Abora 3 ging es uns um transatlantische Wechselwirkungen etwa 6000 bis 4000 Jahre vor Kolumbus. Und es ist ja bekannt, man kennt mich ja auch bei euch im TV, ich habe ja promoviert und viele Jahre geforscht zu Kulturpflanzenaustausch zwischen der neuen und der alten, aber auch der alten und der neuen Welt. Wir haben über 25 Pflanzenspezies, also Kulturpflanzensippen, die in besonderem Maße eine schwerwiegende Evidenz darauf legen, um es mal wissenschaftlich zu sagen, dass es Jahrtausende vor dem heute geglaubten Datum nicht permanent in bestimmten Klima-Zeitfenster-Epochen Kontakte gegeben hat. Die sind auch wieder ausgestorben durch Wetteränderungen, durch Kataklysmen etc. etc. Und dann kommen sie 1000, 2000 Jahre wieder und stürzen wieder ab. Und insbesondere bei Abora 5, können wir uns ja am Ende noch ein bisschen drüber unterhalten, geht es eben auch um eine wichtige Spur meiner Promotion, weil ich habe schon 2012 vorausgesagt, dass die Ägypter niemals nach Amerika gefahren sind. Kann sein, dass man ägyptischer Händler mit dem Phönizier abgetrieben ist, aber die Ägypter waren es nicht, die das Zeugs von der neuen Welt in die alte Welt, insbesondere ins Ostmittelmeerbecken, exportiert haben, sonst müssen andere Völkergruppen gewesen sein. Ich spinne jetzt einfach mal, möglicherweise die Basken, möglicherweise die Berber, möglicherweise die Guanchen oder Gallier oder Megalith-Leute, die oben in Britannien, England gesessen haben. Wir wissen es einfach nicht, aber da führt die Spur hin. Wir haben ja die Pflanzen sind da. Wenn die Ägypter nicht dort waren, muss es jemand anders gewesen sein. Und das ist auch der Grund, warum wir viel, sag ich mal, auf den Azoren sind, auf den Kanaren sind. In Portugal schon waren ich zumindest zweimal, Ramon einmal mit dabei, um diese Bindeglieder zwischen dem Ostmittelmeer und dem Mittelmeer, Mesoamerika in der neuen Welt zu suchen. Da muss was gewesen sein, aber das ist auch wirklich noch nicht umfassend erforscht. Aber die Indizien verhärten sich halt einfach von Mal zu Mal. Du warst ja jetzt auch noch gerade auf Kuba im Februar, auch solchen Indizien nachzuforschen. Und es stellt sich einfach heraus, dass wirklich Handelsrouten bestanden haben über die Ozeane vor Jahrtausenden. Und nicht, dass mal ein Schiffchen dahin abgedriftet oder nach dem Sturm dahin gedriftet wurde, sondern das waren effektive Handelsrouten, wo die Güter gehandelt wurden. Weil so viele Pflanzen
in der alten Welt auftauchen, die aber ihren Ursprung, das kann man ja eben über die Biologie beweisen, dass die Pflanzen ursprünglich eben aus Süd- und Zentralamerika kommen. Und dieser interkontinentale Handel vor Jahrtausenden wird eigentlich heute von der normalen Wissenschaft gar nicht akzeptiert oder nicht ernst genommen. Nicht in dem Maße, wie es sein müsste. Ich wollte noch nicht Kuba verraten, aber wenn er es einmal gesagt hat, lieber Ramon, ist eben nicht nur wichtig, dass wir mittlerweile die Pflanzenstoffe finden, wir finden im zunehmenden Maße mehr archäologische Hinweise, weil wir auch die Ersten, wir sind nicht die allerersten, die danach suchen. Es gab den Herrn Humboldt, den Herrn Heyerdahl und natürlich auch viele fantastische Archäologen, die natürlich schon vor 60, 70 Jahren erkannt haben, da ist ein Titter. Aber wir haben heute durch die internationale Kommunikation über Internet die Möglichkeit, auch mit den lokalen Archäologen dauerhaft in den Austausch zu bleiben. Mhm. Und wir haben das verdammte Glück gehabt, zwei Archäologieprofessoren zu finden auf Kuba, die eben wirklich seit über 30 Jahren an diesen transatlantischen Kontakten, vor allem zwischen den Kanaren und Kuba, forschen. Und einer dieser Forscher hat uns in Höhlensysteme mitgenommen. Ja, da fällt dir dann wirklich die Sprache, wenn du dann Schiffsbilder findest, die genauso aussehen wie auf meinem Abora-T-Shirt. Und nicht nur wie auf dem Abora-T-Shirt, sondern wie Ramon schon gesagt hat, wir finden die gleichen Darstellungen, die wir beide nicht entdeckt, sondern vorgeführt bekommen haben, auf den Kanaren, in Südspanien, in Ägypten, in Mesopotamien und natürlich auch im Indus-Tal. Das heißt, es muss in global agierender Kultur, es könnte ein global agierender Kulturträger gewesen sein, denn dass es einer war und nicht verschiedene, die zufällig dieselben Schiffe dargestellt haben, zeigen insbesondere die Höhlensysteme in Kuba, wenn wir dieselben Spiralmuster, Astrodarstellung finden, auch andere anthropogene, also anthropomorphe Darstellungen, die dem versierten Felsbildkünstler zeigen, das geht auf einen gemeinsamen Ursprung zurück. Und die Idee hatte nicht Ramon und ich, sondern Alexander von Humboldt vor über 200 Jahren, der schon davon sprach, dass die Urbevölkerung aus dem Antillenbogen wahrscheinlich aus den über die Kanarischen Inseln aus dem Ostmittelmeer stammt. Also wir sind dann nicht die Ersten, die auf der Spur sind. Wir kommen nur mit völlig neuen Werkzeugen und internationalen Partnerschaften, wo es eben heute möglich ist, die Dinge forensisch zu untermauern und im besten Fall zu beweisen. Aber was ich nicht verstehe, ist dieser Zusammenhang mit diesen Hochzivilisationen, die zum Beispiel Puma Punku oder Sacsayhuamán. Das sind andere Cluster. Das ist das was ganz anderes, was viel früheres, oder? Weil die Leute, die da ja, Handel ja, betrieben haben, konnten nicht Einschnitte oder Bohrlöcher in Dioritsteine machen. Sehe ich das richtig? Das siehst du völlig richtig, deswegen muss man präzise sein. Das nennt sich in der Archäologie Stratigraphie. Unsere Stratigraphie bewegt sich eben zwischen, wie ich schon sagte, 4000 vor Christus bis ungefähr plus minus 2000 vor Christus. Und da muss man eben schauen, bestimmte Phänomene fallen da rein, andere wiederum nicht. Und man muss eben sehen, wenn du Indonesien ansprichst, sind wir im Paläolithikum. Und dadurch, dass auch die peruanischen, die bolivianischen, ähnlich wie die spanischen Archäologen, keine europäische Stratigraphie in ihren Ausgrabungen haben, können wir weder sagen, ob es 20.000, 5.000 oder nur 2.000 Jahre alt oder jung ist. Die Daten fehlen. Wir können einfach es nicht sagen. Okay. Deswegen wäre es ein falscher Fehler zu sagen, ja, das ist 20.000 Jahre alt. Dafür gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis. Dafür müssen, und das ist eigentlich, was wir versuchen es erstmal zu explorieren, zu dokumentieren, und dann gehen wir zu Fachwissenschaftlern, wie auf den Kanaren, da hat es ja super geklappt, um dann das Interesse zu wecken, uns zu folgen, um diese Dinge wirklich durch die Fachwissenschaftler präzise nachzudatieren. Und uns ist es zum Beispiel gelungen, auf den Azoren die lokalen Archäologen von Portugal zu begeistern, dass wir denen helfen, unseren Skills in Deutschland, ihre Funde, die sie nachweislich an den Pyramiden gemacht haben, endlich C14 datieren zu lassen. Ich frage mich, warum kommen die nicht selber auf die Idee, das zu machen? Aber es ist ja gut, dass sie uns haben. Dadurch haben wir natürlich viele Geschichten zu erzählen. Also ich würde es mal vielleicht auch aus meiner Sicht so sagen, dass das Abora-Projekt so wie der Dachverband oder einfach die Hauptmission, wo wir uns zusammengefunden haben, wo wir zusammen unterwegs sind und dann eigentlich über Ancient Connections, eben das, was wir zusammen erforschen, das sind dann wie so Outtakes, die nicht
direkt was zu tun haben mit Abora, aber eben auch mit den Rätseln unserer Vergangenheit und unserer Geschichte zu tun haben. Und ja, das ist halt das, was uns so antreibt. Und oftmals werden wir auch in Geschichten gespült, da wollten wir gar nicht hin. Ja. Das ist, ergibt sich dann, wo wir den Zahn finden, gemeinsam in der Kiesgrube von Guitessa, wo mich ein Geologieprofessor hingeschickt hat. Der sollte eigentlich auf unsere Tour mitkommen, hat aber dann persönlich ein Problem gekriegt mit seinem Museum, konnte nicht mitkommen, hat uns aber genau eingewiesen und Ramon findet eben wie der Blinde mit dem Krückstock dort in der Wand den ältesten Fund der Kanarischen, den ältesten Menschenfund der Kanarischen Insel. Das kann man sich nicht aussuchen, das fällt einem ja zu. Ich glaube, die Gäste oder die Zuschauer wissen noch gar nicht wirklich, um was es da ja, geht. Ich glaube, das ist dann ein eigenes Kapitel, das wir da aufmachen können. Ich würde sagen, das ist eben authentisches Erkunden, Explorieren. Und deswegen ist eben es schade, dass unsere moderne Wissenschaftslandschaft sehr viel ziel- oder zweckorientiert ist. Was kein Fehler ist, das gehört auch zur Wissenschaft dazu. Aber eben das freie Erkunden, das ideologiefreie Forschen und Suchen, das ist halt, wo wir als Bürgerforscher, denke ich, einen guten Beitrag leisten können, um Impulse zu setzen, die im besten Fall dann von den Wissenschaften, also Universitäten, Wissenschaftlern aufgegriffen werden. Ja, und eben, wie ich auch bei der AS immer gerne mal sage, es geht uns auch darum, eben die Wissenschaftler untereinander, dass sich die auch wieder in Diskurs kommen und die zu vernetzen, weil oft eben, auch schon an Vorträgen gesagt, finde ich das Problem, dass der ist jetzt spezialisiert auf Zentralamerika und der andere spezialisiert auf Ägypten oder noch besser Beispiel Zentralamerika und Indien. Aber die reden nie untereinander, weil sie gar nicht auf die Idee kommen, dass es da Parallelen gibt. Aber wenn wir das global betrachten, dann musst du sagen, die zentralamerikanischen Pyramiden von den Maya auf Yucatan, die sehen genau gleich aus wie eine Stupa, sind genau gleich konstruiert auch. Immer oben mit dem Tempelchen in Indien, das Vimana, dieses Fluggerät der Götter obendrauf. Und es wäre doch einfach nötig, dass, wenn man solche Parallelen erkennt, dass die Wissenschaftler sich auch mal zusammensetzen und austauschen und gucken, was es da überhaupt für Parallelen gibt. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was wir wollen. Wir haben beide unabhängig voneinander ein ziemlich großes Netzwerk in der Welt und zusammen, wenn wir das zusammenbringen, natürlich noch viel mehr mit Menschen rund um den Globus, die wir eben auch motivieren wollen, auf solche Themen auch zu forschen selbst. Und Dominik, du warst ja in den ägyptischen Pyramiden und war da eigentlich mal das Ziel, die neu zu datieren? Das wurde ja mit der Sphinx schon vor Jahren gemacht. Ich glaube, die ist auf 12.500 Jahre geschätzt ungefähr. Und eine Neudatierung der Pyramiden wurde das mal in Erwägung gezogen. Und die andere Frage ist, wirst du mal wieder nach Ägypten gehen? Also geht das überhaupt ohne Risiko? Und Frage an. Ja, ich könnte jederzeit wieder nach Ägypten. Ob mir das gut tut, das weiß ich nicht, aber juristisch, die Jure sagt ja, die Praxis weiß ich nicht, aber ich denke, es wäre kein Problem, zumal wir ja auch nicht nur Feinde hinterlassen haben. Ja. Vielen Ägyptologen war völlig klar, welches schmutzige Spiel dort gespielt wurde. Im Moment sehe ich keine Veranlassung, weil ich in der atlantischen Archäologie sowohl von den Kanaren, Marokko bis nach Kuba, Mexiko, Florida so viele Baustellen habe, wo einfach gar keine Zeit bleibt. Und ich warte auch ein bisschen noch ein Stückchen auf eine bessere Rehabilitierung, vor allem durch Seiten der ägyptischen Stellen, weil wir niemals, niemals, niemals den ägyptischen Altertümern irgendeinen Schaden zufügen wollten. Und vielleicht kommt es ja wieder sowas wie eine orangene Revolution oder sowas ähnliches, auch in der Archäologie, dass man eben auch vielleicht mal auf uns zukommt, weil wir ja wahnsinnig wichtige Entdeckungen gemacht haben. Einerseits der Eisenbefund an der Decke der Königskammer, was viel eigentlich zum Kardinalproblem des Pyramidenbaus lösen kann, dass man so, wie es Herodot beschreibt, diese riesigen Blöcke, genannt Dachsteine oder Deckensteine der Kammer, von Schicht zu Schicht mit effektiven, aber einfachen Hebetechniken anheben konnte. Und Herodot beschreibt bewusst, die Pyramide ist deswegen so präzise und gut verbaut, weil man mit Eisenwerkzeugen gearbeitet hat.
gearbeitet hat. Genau diese Abdrücke solcher Hilfswerkzeuge konnten wir zeigen. Was wir aber nie machen wollten, war eine Datierung. Es ging nie darum, auch bei den Farbanhaftungen, nie darum, eine Pyramide zu datieren, sondern wir wollten Fachfragen der Ägyptologie. Erstens wurde die Pyramide mit besseren Werkzeugen gebaut und zweitens ging es uns mit einer Farbanalyse, die Authentizität dieser Farben zu verifizieren. Und leider hat man uns diese Farben abgenommen, die wir mit Genehmigung des General Managers des Gizeh-Plateaus genommen haben. Ich hätte dort nicht ein Krümelchen abgekratzt, wie man mir vorhält, wenn ich nicht Facharchäologen und den Chef des Plateaus dabei gehabt hätte, der mir in der Pyramide die Genehmigung, das Nehmen dieser Farbpartikel, autorisiert hat. Das konstituiert eine Genehmigung. Daraus gemacht haben sie das Gegenteil. Aber ich will gar nicht über die Vergangenheit reden. Ich sage einfach mal, es wäre höchst dringend, unsere Befunde endlich anzuwenden. Und dann kommt man natürlich auch über das Baurätsel anderen Dingen näher. Wir haben ja mit Robert Schoch viele Jahre, mit Robert Bawal viele Jahre zusammengearbeitet. Und da muss ich einfach sagen, da gibt es eben auch unter diesen Koryphäen völlig unterschiedliche Meinungen über das Alter der Pyramiden. Es ist übrigens dasselbe wie auf den Kanarischen Inseln. Ja, wir sagen nicht, dass die Stufenpyramiden von Güímar 5000 Jahre alt sind, sondern die Astrolignments zeigen, dass dieser Platz und die Orientierung dieses Platzes auf 2900 vor Christus zurückgeht, was nicht sagt, dass die Pyramiden so alt sind. Dasselbe ist ja mit Septepi, was die alten Ägypter über die Erstzeit sagen, dass diese Ägypter schon vor 10.000 Jahren zumindest ihre Götter gelebt haben, sagt ja nicht, dass die Pyramiden so alt sind, sondern nur, dass die kulturelle Erinnerung, das kollektive ägyptische Memory, auf eine Zeit memoriert, die mindestens 10, vielleicht 12.000 Jahre vor heute. Was nichts über das Alter der Bauwerke ist. Ja, klar. Ja, und eben persönlich durch eben diese astronomische Analyse von Güímar haben wir eben, wir haben da einen sehr guten Astronomen an der Hand, der Dr. Michael Rappenglück, der ist eigentlich eine Koryphäe hier in Deutschland bezüglich Archäoastronomie. Ja. Und der konnte unser 3D-Modell, das ich ja für Ramar gemacht habe, konnte er dann ins Stellarium einbetten, auch noch mit Unterstützung von Freunden von Dominik, Geodäten oder Geo-Landvermesser-Spezialisten, wo man dann über LIDAR-Daten von der spanischen Regierung unser 3D-Modell in die Landschaft einbetten konnte. Und mit diesem Gesamtprodukt ist dann der Dr. Rappenglück ins Stellarium reingegangen. Das ist eine Software, die die Himmelsmechanik simuliert, oder? Simuliert, ja, danke. Genau. Und nein, und somit konnte man halt, konnte dieser Dr. Rappenglück eben herausfinden, dass eben an gewissen Zeiten die Sternbilder, die wichtigen Sternbilder an gewissen markanten Punkten aufgehen, die auf der Nachbarinsel in Gran Canaria fixiert sind. Also die verschiedensten Pyramiden zeigen auch verschiedene Punkte auf Gran Canaria. Und somit habt ihr dann das halt geguckt, wann passt das am besten, und ist dann gelandet auf eben 2900 vor Christus, wo der Sirius an einem exakten Punkt über eine von diesen Heiligtümern am Horizont über Gran Canaria aufgeht und noch verschiedenste andere, das würde jetzt zu weit ins Detail führen. Und somit haben wir schon mal einen Indizienbeweis, dass es sich hier eben um 2900 vor Christus handelt. Aber laut offizieller Lehrmeinung sind die Kanaren erst 800 vor Christus überhaupt besiedelt worden. Also laut offizieller Meinung sind die ersten Menschen erst 800 vor Christus da hingekommen. Aber eben unsere Daten sagen was ganz anderes. Das muss man mal sagen. Je mehr Wissenschaftler sich uns anschließen, wie eben Dr. Michael Rappenglück, der hat wiederum Kontakt zu den Archäologen und zu den Astronomen auf den Kanarischen Inseln. Das sind fantastische Dinge aus der Interaktion herausgekommen, indem dann die Astronomen von Teneriffa, die auf
dort nicht offen reden dürfen, weil dort ist sowas noch wie eine katholische Kirche in der Wissenschaft unterwegs. Die wissen alle, dass die Pyramiden älter sind, also die Zikkurat von Hyma. Der hat dann Material zugespielt bekommen unter der Hand, die ihm gezeigt haben, nicht nur, dass wir das heute messen können, sondern dass auch alte kanarische Mythen diese Dinge in ihren Mythen referieren. Zum Beispiel der Name Gran Canaria, Gran Canis, heißt so viel wie große Hunde. Der Sirius ist der Hauptstern im Sternbild großer Hunde. Der große Hund mit dem Sirius B ist wieder direkt assoziiert mit dem Orion. Auch der Orion geht genau 2900 vor Christus über Montañas del Garda auf. Also das zweite zirkumpolare oder das zweite Tierkreiszeichen ist mit dem Tierkreiszeichen, in dem Fall großen Hunde, verbunden. Und dass die alten Legenden Gran Canis, Gran Canaria, Plinius nennt die Insel der großen Hunde, mit diesem Stern verwurzelt sind. Es gibt alte Aufzeichnungen, die Mythenforscher im 17. Jahrhundert aufgezeichnet haben, dass man im Altertum wahrscheinlich Gran Canaria entweder Insel der großen Hunde oder Insel des Sirius nannte. Und das sind natürlich dann transdisziplinäre Belege, die sich gegenseitig untermauern. Und das ist das, worauf wir aus sind. Durch die Interaktion diese Dinge hochkehren, die sonst forever verschüttet gewesen wären. Und das kommt jetzt alles raus, nach und nach. Ja, sehr, sehr spannend und freut uns natürlich riesig, auch einen Teil dazu beizutragen. Wir sind ja auch ergebnisoffen und das passt wunderbar. Ihr seid ja... ja? Also wenn euch das total interessiert, kann ich nur wieder auf meine Webseite verweisen, Abora.tv, da könnt ihr euch unter Michael Rappenglück den gesamten Vortrag anschauen. Und das ist schon ein Hammer, wie der Dr. Rappenglück das stückchenweise aufbaut in seiner Argumentationskette, dass eben nicht nur die Astroleinmens dafür sprechen, sondern auch die Mythen und die Legenden und eben auch die literarischen Belege sprechen, dreifach für die Bestätigung dieser Messung, die wir mit Ramons Team und mit unseren Landvermessern eben vorbereitet haben, um das dann als Werkzeug, Ramon sagt das ja oft, Wissenschaft, Wissen muss was schaffen und wir schaffen hier neue Erkenntnisfelder, die es dann möglich machen, sowas herauszuholen aus der Vergangenheit. Absolut, ja, ich wollte sagen, verfolgt auch Dominik Görlitz, Ramon natürlich sowieso die Arbeit, wir blenden die Links auch unten ein. Und ihr seid ja jetzt aktuell im Abora-Camp, oder, im Trainingslager. Könnt ihr mal erzählen, was ihr da jetzt aktuell macht? Wenn ich ein richtig fieser Expeditionsleiter wäre, würde ich die Klampe lösen und ist also jetzt Ausbildung, also Student Ende des Grundstudiums. Er hat also die ersten 4 Semester schon erfolgreich überstanden und jetzt geht es darum, ihn auf ein höheres Level vom Anfängersegler zum erfahreneren Anfängersegler zu machen. Und ich muss sagen, hat er perfekt gemacht. Weiß ich, dicker ist, kann sagen, super, ohne zu stottern. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir haben hier über 25 Männer und Frauen, die sich über die Kongresse, über die ganzen Filmportale uns immer wieder anschließen. Und die müssen also das Bootcamp von Drillmeister Görlitz, Napoleon den Vierten, dann durchstehen. Ja, es geht nicht um eine Nomenklatur. Keine Cap Arcona, ich auch keine Geburtstagsparty gebucht. Es muss auch in Vorbereitung einer möglichen Expedition, natürlich wissen alle, dass nicht jeder dabei sein kann und auch wird. Viele wollen einfach ein bisschen ein Experimentalfeeling bekommen, die werden nie mit bei einer Expedition dabei sein. Mhm. Aber schon mit unserem Segelflug M&S, meine Halse zu lernen, Wände zu fahren, das ist Endomorphin und Lidocain, das kann man sich bei keiner Urlaubsreise kaufen. Also bei uns. Ja. Aber muss man eben mit viel Schweiß und viel Arbeit und natürlich Büffeln sich erarbeiten. Ich sage immer, das ist kein Bootcamp, das ist ein Bootcamp. Ja, nein, aber es geht ja halt auch darum, dass wir das auch verinnerlichen, weil wenn wir die Abora 5 Mission machen, von Portugal eben über Marokko, Kanaren, Kuba, Neue Welt, dann müssen die Handgriffe einfach sitzen und Knoten, da darfst du nicht lange überlegen, wie ging jetzt dieser Knoten oder was muss ich jetzt machen.
das muss alles eigentlich aus dem FF gehen und das braucht halt Übung, auch, sag ich mal, motorisch oder so, psychomotorische Geschichten. Ja, und das muss halt geübt sein, wie alles andere im Leben auch. Und deshalb treffen wir uns immer hier am Geiseltalsee, um eben mit Neulingen, aber auch erfahrenen Leuten eben diese Manöver zu üben und auch die Theorie dazu, eben die Knotenkunde ist wichtig, diese ganze Wendekreis, weil diese Abora wird ganz anders gesteuert, als man heute ein normales lateinisches Segel oder ein normales heutiges Schiff segeln würde. Und ja, das ist, das hat Dominik damals entwickelt vor 30 Jahren und hat sozusagen musste sich das alles selber erarbeiten. Und jetzt ist es so weit, dass er eben das eben an interessierte Menschen weitergeben will, so dass wir dann auch ein Team haben oder wenigstens einen Grundstock für ein Team, das dann mit uns eben über den Atlantik segelt. Man hat eben sehr schön die technische Seite der Expeditionsvorbereitung gesagt. Für mich als Expeditionsleiter geht es aber auch darum, das ist in erster Linie eine soziologische Expedition. Wir werden hier im Vorfeld testen, welche Leute sind für was einsetzbar. Das heißt ja nicht, wenn ich sage, du kannst sicherlich nicht mitkommen, dass das ein schlechter Mensch ist, dass er sich nicht bemüht hat oder unfähig ist im Segeln. Aber ich muss 12 Männer und Frauen so zusammenstellen, dass sie nicht nur bei schönem Wetter auf dem Vorwindkurs von Alpha nach Beta segeln, sondern die müssen eben auch, wenn um dir herum die Welt untergeht, noch funktionieren und vor allem als Team sich gegenseitig, was wir ja auch gemeinsam in unserem Ancient Connections Film machen, dass wir uns gegenseitig unterstützen und ich nicht ihn unterstützen muss, sondern er mich unterstützt oder umgekehrt. Und das versuchen wir auch unseren Abora-Jüngern hier beizubringen. Erfolg ist immer nur Teamsache. Und ja, das ist einfach, was sich hier nach und nach herausschält. Und da merkt jeder, der so 2-3 Monate, Jahre dabei ist, das ist vielleicht doch nicht mein Hobby. Dann ist es auch nicht schlimm. Ja. Weil ich brauche keine 2000 Mitglieder, sondern ich brauche 30 Spartaner mit Leonidas, die voranstürmen, wo andere furchtsam sind. Und terminlich ist das alles schon klar, wann sticht ihr den See? Finanzierung steht auch oder gibt es da noch? Nein, leider nicht. No money, no honey. Ja, und nur kein Moos, nichts los. Also wir hatten einen Großsponsor, der ist aber leider erkrankt und hat sein Engagement zurückgezogen. Wir fangen de facto jetzt wieder, ich will nicht sagen bei null an, aber bei vielleicht 10 oder 15%. Und 100% sind eben leider erstmal für dieses Jahr in ferner Sicht. Aha. Wir haben heute jemand aus Deutschland, Schweiz, Liechtenstein da, der uns vielleicht Hinweise geben könnte, wie wir auch aus eigener Kraft ein Stück weit finanzieren, aber wir brauchen definitiv Hilfe und die beste Hilfe ist Hilfe zur Selbsthilfe, uns zu unterstützen, dass wir durch die Welt tingeln können, um eben auch Sponsoren, neue Partner zu finden. Das hilft uns dann, vielleicht die paar Big Daddies zu finden in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in Liechtenstein oder wo auch immer, die sagen, Mann, ich habe genug Geld verdient, das wäre es mir wert, da eine größere Menge Geld reinzustecken. Im Moment aber Fragezeichen. Wir wissen es nicht. Der nächste Termin wäre Februar, März 2025. Bis dahin müssen wir so, ich sag mal so 200.000, 300.000 Euro zusammenkratzen. Mhm. Ja. Und wie viel Vorlauf bräuchtet ihr? Also wenn jetzt da jemand einsteigen würde? Gar nicht so lang, weil durch die vielen Abora-Missionen, die ich schon gemacht habe, reicht eigentlich nur ein Telefon. Ich muss meine Bolivianer anrufen, meine Spediteure und dann kann es eigentlich innerhalb kürzer Zeiteinheiten losgehen. Wichtig ist, dass es nicht zu spät kommt, damit wir auch das große Team, die Aufbauten dann in Bolivien mitbauen, in Portugal das Boot fertig bauen, dass die natürlich entsprechend Zeit bekommen von ihren Arbeitgebern, von ihren Frauen, Familien, um sich dann für 2026 freizuschießen. Aber der Bootsbau, das ist von dem ganzen Projekt das kleinste Übel. Ja. Vielleicht ganz kurz zum Verständnis, also eben das Schilf vom Titicacasee, das wird im Frühling geerntet, so nach der Regenzeit, so März, April rum. Dann werden die Schiffskörper, also der Bug, die Bündel, die Schildbündel gebunden, der ganze Bug wird dann dort zusammen mit den Aymara-Indios am Titicacasee
werden die produziert oder eben gebunden. Das muss vorher noch getrocknet werden etc. So, dass dann eben der Rumpf plus dann die Aufbauten verschifft werden können nach Europa. Und dann sollten die im Juni, Juli, August so, sollten die dann in Europa ankommen, eben im besten Fall, wie wir nach jetzigem Stand der Planung in Portugal, in der Nähe von Lissabon, in Cascais, dass wir dort dann die Aufbauten einfach zusammensetzen, den Mast aufbauen etc., all die ganze Takelage machen, so dass wir dann noch Segeltests machen können, ne? Genau, und dann willst du gucken, dass wir Anfang Oktober. Mitte Oktober loskommen. Weil da haben wir den Sommer noch in Südeuropa. Wenn wir dann einen Monat oder zwei Monate verdatteln, dann zieht natürlich der Winter aus der Arktis auch nach Südeuropa. Und dann wird es dann in Portugal sehr stürmisch. Wir kennen ja alle die Riesenwellen vor Portugal. So schlimme Wellen haben wir in Lissabon nicht, aber der Atlantik ist vor allem, wenn wir Küste fahren, nicht zu unterschätzen. Es ist also dann, ich will nicht sagen lebensgefährlich, aber wir müssen dann mehr auf der Hut sein, wenn wir zwei Monate zu spät kommen. Also ob wir im Sommer noch losfahren. Im Sommer ist das Wetter meistens nicht so ruppig wie im Winter. Ja. Und wir dürfen ja dann auch nicht zu weit ins Jahr reinkommen, wenn wir in die Karibik kommen, wegen den ganzen Hurricanes. Ja, genau. Also sind gewisse Zeitfenster, die halt die da bestehen. Und es, ja, sobald wir die Kohle haben, dann gibt es ein Go und dann startet das ganze Maschinerie eigentlich dann im darauffolgenden Frühling. Immer wieder, wie du schon gesagt hast, schaffen wir die Ernte Februar, März nicht, spätestens April müssen wir wieder ein Jahr schieben, weil der Erntezeitpunkt massiv die Langzeitschwimmfähigkeit des Schiffes bestimmt. Mhm. Was ich auch oft gefragt werde, das frage ich jetzt dich, warum Schilfernte in Bolivien? Hat damit was zu tun? Zwei Gründe. Weil wir da zeitversetzt, wenn wir hier Winter haben, ist dort Sommer. Das gibt uns ein halbes Jahr Vorsprung. Und das Entscheidende ist, wir könnten das sicherlich auch an der Müritz machen, in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir dasselbe Schilf Quadratkilometer weit haben. Also diese Spezies in Südamerika ist ein Kosmopolite, den gibt es überall auf der Welt. Auf Deutsch sagt man dazu Teichsimse. Mhm. Das ist kein Schilfrohr, sondern ein ähnliches Material wie Papyrus. Aber wir haben eben an der Müritz niemanden mehr, der solches Schilf für den Schilfbootbau erntet. Und dieses Wissen ist nicht vorhanden. Wenn ich die Aymaras, könnte ich ja an die Müritz ausfliegen und dort Schilf ernten lassen. Da sagen die, ja, Dominik, das ist unser Schilfrohr. Aber ob der Boden und das Wasser dieselbe Qualität hat wie bei uns, können wir überhaupt nicht sagen. Die haben Jahrhunderte Erfahrung und die ernten eben nicht alles Schilf in einer Position, sondern je nachdem, in welchem Bauteil das Schilf eingebaut ist, ernten die einen Teil am Desaguadero, einen Teil auf Isla Pariti, einen Teil auf Isla Soriki. Und für die Hülle wird das Schilf Halm für Halm einzeln aus den Stauden rausgeschnitten. Da wird wirklich geguckt, da geht nur braunes Schilf und kein, also Totora Rojo und kein Totora Blando, also helles Schilf. Und da wird wirklich Halm für Halm einzeln geerntet. Das Wissen kann ich nicht nach Mexiko oder nach Spanien oder nach Deutschland holen. Das geht nur dort vor Ort, weil die wissen wohl, dass entsprechendes Schilf steht. Ja, und das ist wahrscheinlich ja auch authentischer, weil der Titicacasee liegt ja auf einem Hochplateau. Und es ist eigentlich verrückt, dass man dort oben diese Halme, dieses Schilf geerntet hat und verarbeitet hat, weil man ja den Rumpf dann runterbringen musste. Das war ja eine große Leistung vom Transport her, das runter zum Meer zu bringen. Schon damals. Naja, ich sag mal, das ist eben heute durch die Isolation am Altiplano hat sich das halt erhalten. Vor 2000, 4000, 6000 Jahren war das überall auf der alten Welt gang und gäbe. Wir haben also sehr schöne Zeichnungen auch in Neuseeland oder sehr schöne Zeichnungen in Deutschland. Es gibt alte Fotografien von Ueckermünde, wo auch Schilfboote noch 1908 auf dem Oderhaf benutzt wurden. Und es gibt einen Ort in Europa, da wird dasselbe Schilf wie am Titicacasee benutzt. Das ist Oristano Capras. Da hat sich diese Technologie ein Stückchen auch wegen der Isolation erhalten. Aber es gibt noch einen zweiten Grund.
Die Schilfboote sind, wenn sie trocken ins Wasser kommen, wie Luftkissenfahrzeuge. Die haben so gut wie keinen Tiefgang. Und nur mit den Schilfbooten können die Fischer von Capras auf die Lagunen raus, die nur 15, 20 Zentimeter tief sind, um dort rauszustarten, um dort die Fische zu fangen. Ja. Also nochmal zum Verständnis, es ist nicht so, dass die Schiffe da oben auf dem Altiplano gebaut wurden, auf 3800 Meter, die ganze Handelsflotten und dann zum Meer transportiert wurden, weil, wie du gerade, Dominik, gerade gesagt hast, das Wissen war früher weltweit überall verloren, okay. Außer eben bei den Aymara hat sich das erhalten über Jahrtausende. Es gibt ein paar Orte, wie gesagt, in Europa, das ist sowohl Korfu, Sardinien, wir wissen es aber aus römischen Texten, dass Schildboote früher fast überall im Einsatz waren. Und es gibt heute noch ein paar Orte um die arabische Halbinsel rum, wo sie solche Boote bauen, allerdings nicht aus Schilfhalm, da ist es zurzeit zu trocken, sondern aus Palmenstängeln. Die haben aber die ähnliche Eigenschaften. Und es werden heute noch auf Tasmanien, Neuseeland solche Boote gebaut. An ganz versteckten Orten. Aber früher war das gang und gäbe. Insofern, uns erscheint das so, als wäre der Titicacasee der heilige Ort der Schildbootnavigation. War er nicht, ist er heute noch. Ist er eben heute die letzten Relikte sind. Ja, Dominik und Ramon, wir drücken da natürlich die Daumen, dass das mit der Finanzierung hoffentlich bald klappt. Danke nochmals für die ganzen Videos. Auch einen lieben Gruß an das Nuoviso-Team von uns aus. Freut uns sehr. Also danke auch für die Zeit. Ja, vielen Dank. Ja, super. Danke, sehr interessant. Danke euch vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt und uns hier auch eben so toll unterstützt. Und vielleicht der eine oder andere Viewer hier, wenn das Abora-Team oder eben da vielleicht selber mal dabei sein möchte oder so, dann schaut einfach rein bei abora.eu auf der Homepage. Da kriegt ihr mal so eine Übersicht, was Abora schon alles gemacht hat und wie man Vereinsmitglied werden könnte, falls das jemanden interessiert, um eben auch selber vielleicht nächstes Pfingsten mit uns auf dem Geiseltal zu üben. Wir haben ja den jüngsten, also das ist schon eine schöne Side-Geschichte, ganz kurz noch, kurz vorm Ende. Wir haben mit der Schweiz eine langjährige Kooperation. Wir hatten sowohl unseren ältesten Skipper aus der Schweiz als auch unseren jüngsten Segler aus der Schweiz. Okay. Ja, also dein Ziehsohn, Adoptivsohn, Patensohn Annuel ist jetzt dabei und hat sich gestern gut geschlagen mit 16 Jahren. Also, 14, dann haben wir 14. Und insofern kann man nur aufrufen, wer sich rüstig fühlt, geistig und körperlich fit genug und auch sozial, wer lachen kann, vor allem auch über seine Fehler, dann sind alle Eidgenossen herzlich willkommen. Und wir kommen bestimmt auch mal mit unserem Segelfloß an den Thunersee, wo die AAS hat. Das wollen wir schon lange machen. Und wenn keiner Bohrer kommt, wäre das auch für nächsten Sommer mal eine schöne Möglichkeit. Ja. Eine gute ganz Idee. Cool, insofern. Ja. Ganz genau. Ja. Super. Danke. Danke euch. Vielen lieben Dank. Und einen schönen Abend noch. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Bye-bye. Und wir sehen uns wieder auf den Sieben Weltmeeren. Genau. Irgendwo da. Ja.